Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter, wie gehofft, mit der RS4 Limo. Endspurt, habe ich euch ja gesagt, ziehen wir jetzt durch. Im letzten Video haben wir das Fahrzeug schon mal gewogen und genau da machen wir jetzt weiter. Beziehungsweise in diesem Video bauen wir hoffentlich den Auspuff. Das heißt, Downpipe ist ja schon ready. Ich habe mich ja entschieden, auch ein bisschen, weil ihr euch das gewünscht habt, dass ein Auspuff drunter soll. Plus, als wir mit Marios Auto auf dem Event gefahren sind, ist mir aufgefallen, ein Auspuff nach oben ist cool. Aber man hört gar nichts mehr als Zuschauer, egal wie der Wind steht, weil halt einfach alles nach oben geht und kein Klang mehr nach hinten geht. Deswegen habe ich mir überlegt, weil nach oben eh nicht geht, die Turbos sind so spät hier am Ende, wie soll ich von hier nach oben kommen? Das geht nicht, dann müsste ich durch den Innenraum gehen. Das heißt, ich muss eh einen Auspuff bauen und nur nach unten raus fand ich blöd. Deswegen egal, wir ziehen jetzt einen Auspuff durch, sieht mit Endrohren eh schöner aus. 2x89 Titan, richtig schön saftig. Fox baut uns dann da noch einen Topf für. Das seht ihr aber in einem späteren Video. Und dafür muss der Kollege nämlich einmal nochmal rein. Ich hatte euch ja einen Livestream versprochen, habe mir jetzt aber überlegt, den Livestream gibt es, wenn der Motor wirklich final das allerletzte Mal reinkommt. So, das heißt, jetzt kommt er rein, wir definieren die Position, weil ihr seht, noch sind die Motorhalter nicht gebohrt. Das heißt, ich schiebe den einfach mal probehalber rein, markiere mir die Halter, vielleicht bohre ich auch schon mit einem 2 mm Bohrer durch, das wird das Beste sein. Und dann kann ich nämlich ausgebaut das alles nochmal richtig schön machen. Plus, ich kann mir diese ganze Thematik mit Zentralausrücker, mit der Kupplungsleitung, bisher ist nämlich das hier, meine Kupplungsleitung, nochmal einmal angucken. Vorher ist aber ein weiterer Punkt, Thema Kraftstoffleitung. Zur Erinnerung, ich muss in diesem Fahrzeug noch verlegen, 2x Dash 8, Sprit, Vorlauf, Rücklauf. 1x Dash 12, Öl, ich nenne es jetzt mal Vorlauf, vom Tank zur Pumpe. 1x Dash 16, Rücklauf, von der Pumpe zum Tank. Und 1x Dash 20, die Entlüftung. Es gibt zwei Varianten dafür. Eine Variante, die einfachste. Ich lasse mir von Joel JB Motoring, ist im Oma Golf auch so gemacht, kleine Halter drucken, mit dem wir in den Originalschacht gehen. Kann man jetzt schlecht wahrscheinlich sehen, aber logischerweise ist ja hier im Unterboden ein Schacht und in diesen Schacht gehen wir dann mit den Leitungen. Das heißt, hier kommt einfach nur ein Halter, womit wir die Leitung passend einfach nur anklippen. Diese Leitung allerdings können wir entweder ganz normal als Dash-Leitung machen, das heißt einfach nur unseren PTFE-Schlauch nehmen, den wir im Unterboden langlegen, oder wir können sie aus Edelstahl machen. Das wäre definitiv die korrosionsbeständigste Version. Oder wir können uns natürlich auch den Aufwand machen und es aus Alu bauen und stückeln. Jetzt sind allerdings Alu-Schmeißnähte ja bekanntermaßen schwieriger als Stahlnähte, weil man es halt nicht formiert. Das heißt, der Durchbrand nach innen hin ist nicht so schön wie bei Edelstahl. Stahl normal. Deswegen bin ich mir da noch unschlüssig. Ich denke aber mal, dass mal wieder die Waage uns Aufschluss darüber geben würde, welches die sinnvollste Variante ist. So, und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wir machen mal Folgendes. Wir fangen mal mit Dash 8 an. Das hier ist Dash 8, das hat ungefähr 13 mm innen. So, weil wir müssen ja unsere Auslegung des Rohres, Schrägstrich Schlauches, danach wählen, welchen Innendurchmesser wir brauchen. Jetzt muss ich hier mal einmal gucken, wie viel Meter das gerade sind. Und wir wiegen einfach mal, was gewichtstechnisch eigentlich gehen würde. 1 Meter, 2 Meter, kommt jetzt hier auf den Zenti nicht an. Ziemlich genau 2,50. Diese 2,50 Meter wiegen 0,65. Warte, dann machen wir mal hier. Ja. 0,65. So. 0,65 geteilt durch 2,5 sind 0,26 Kilo pro Meter. Jetzt nehmen wir als ersten Vergleich dazu ein Alurohr. Alurohr sieht immer größer aus, weil es relativ dickwandig ist. Und siehe da, wiegt schon mal genau das gleiche. 0, ist auch genau dazwischen. Kommt jetzt hier auf 5 Gramm nicht an. Rechnerisch 0,26, gemessen 0,25 bis 0,30, also das gleiche. So, jetzt haben wir hier ein Edelstahlrohr, 16 x 1,5. Wie lang ist das? Ist das 1,50 Meter oder ist das 2 Meter? 1,86. Ja, ich hab grad falsch gerechnet. 1,86 brauche ich gar nicht ausrechnen, durch 1,86 sind 0,5. Das heißt, wir können sagen, Edelstahl mit einer 1,5er Wandstärke, wenn, dann müssten wir Edelstahl mit einer 1 mm Wandstärke besorgen, ist schwerer. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal mit Dash 16. Dash 16 ist nämlich deutlich größer. Dash 16 hat innen, glaube ich, 20 mm, ne? 21? 21, genau. Ist eh kaputt. Das war hier mal so mein Probeschlauch.
wie weit man das PTFE eigentlich knicken kann, bis es kaputt geht, also bis die innere Seele kaputt geht. Jetzt ist aber das Krasse, ich habe mit Absicht so einen Schlauch bei dem Probelaufen schon mal am Motor gehabt und die sind genauso noch dicht. Also ist halt nur krumm. Ist jetzt, also es hört man hört das, es hört sich an, als wenn es abknickt und das Teflon drin beschädigt, aber es ist nur so eine weiße Bruchstelle. Natürlich, mikroskopisch betrachtet für die Flugzeugnorm könnten wir jetzt den Schlauch natürlich nicht mehr nehmen. Ich persönlich würde ihn wahrscheinlich auch nicht nehmen, aber wenn man jetzt hier zwei, dreimal drauf rumdrückt und ein bisschen Druck drauf macht, ist es auch wieder weg. Egal, wir wollen ja nur messen, wie schwer das Ganze ist. So, 0,35. Jetzt haben wir hier 25 mal 2, das heißt 21er Innendurchmesser. 0,25. Also, wir können sagen, Alu wäre ein Atömchen leichter. Sieht dafür ehrlich gesagt am Unterboden ein bisschen aus wie so ein Heizungsrohr, ne? Ein bisschen, ne? Weil wir können das ja nicht biegen. Das heißt, wir hätten jetzt Rohrbogennaht, Rohrbogennaht, Rohrbogennaht in großen Durchmessern. Sieht das ganz cool aus. Je kleiner der Durchmesser wird, die Naht bleibt gleich dick, sieht das immer mehr nach einem dicken Ring aus, der da einfach nur auf dem Material drauf ist, ne? Und deswegen mache ich mir das Leben einfach und baue tatsächlich die Leitung einfach schnell aus hausinternem Material. Das heißt, ich kann wirklich einfach von vorne bis hinten die Leitung durchlegen. Außer bei Dash 20, da sieht das nochmal anders aus. Ich denke mal, da kommen wir im nächsten Video drauf. Weil mit Dash 20 muss ich ja hier die Entlüftung durch den Mitteltunnel gehen. Das ist ja der fette hier. Und die Leitung ist jetzt nicht sonderlich flexibel. Das heißt, ich denke mal, da fahren wir am besten so einen Meter Leitung, dann ein gerades Rohr unten am Tunnel und dann wieder eine Leitung. Also da könnte es sein, dass wir da nochmal auf den Alu zurückgehen. Ne? Weil diese Dash 20 Leitung habe ich nicht als PTFE, sondern nur als normale Kunststoffleitung, Gummileitung. Das heißt, die ist nochmal deutlich massiver. Aber in unserem Fall machen wir jetzt Folgendes und können wirklich ganz entspannt, wenn der Tank drin hängt, einfach hier so, einfach so zwei Leitungen reinlegen mit einem schönen Halter. So. Und schon ist der Drops gelutscht, könnte man so förmlich sagen. In dem Fall mache ich mir das Leben einfach mal einfach. Ich hänge da die Leitung drunter. Das ist eine saubere Lösung. Die ist leicht. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ich habe ja noch ein Thema Unterboden ein bisschen was vor. Das Ding soll ja voll verkleidet werden. Das heißt, am Ende würde man es auch eh nicht sehen. Aber fürs Gewissen vertraue ich den Leitungen. Die sind an einem Stück dann durchgezogen. Man hat keine Schweißstellen, man hat keine Verbindungsstellen. Das ist also eine coole Lösung. So, aber als allererstes, damit wir wissen, wie, wo, was, schiebe ich jetzt nochmal einmal wieder den Motor rein. Der Gerät sitzt in der Karosse. Scusi, babidi bupi. Che cosa? Was machst du denn? Ich spreche Italienisch. Babidi bupi, babidi bupi, babidi babidi. Finde ich immer wieder nice. Auge geht zu. Unterdruck sitzt tatsächlich auch schon für Bremskraftverstärker. Sieht absolut nicht mehr aus wie ein Audi-Motor, aber das war ja auch Ziel. Also nee, war nicht Ziel. Aber ist natürlich klar, dass es mit der GDR-Brücke so ist. Ja, so, ich muss einmal nach Hause kurz den Kleinen ins Bett bringen. Aber die Jungs da hinten, Alex und Tom, die fangen schon mal an mit Auspuffbauen. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Was machen wir jetzt? Zurecht pulsen. Vorhin 2,90 hier drunter. Alter, aber mit diesem Pikecut ist natürlich echt richtiges Geschenk, ne? Das kriegst du hin, wie du es brauchst, wenn gut ist. Ich geh sogar ich hin. Ja, Schraubenprofi. 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 So, den können wir schon mal so lassen. Wie kriegst du den nachher wieder so hin? Du musst ja halt merken. Jo. Nein, das kannst du hinpuzzeln, du kannst da hindrehen, weißt du? Ja, aber Alter, wie hast du dir das jetzt gemerkt, wie du die gedreht hast? Brauch ich nicht. Wie? Ich drehe hier wieder hin, bis sie passen. Ist halt nur ein bisschen räumliches Denken. Ja, du kannst dich doch auch so verdrehen. Ja, und dann drehst du lange Wind, bis es passt. Jetzt muss dann nur dazwischen passen, ist darüber, ne? Wo ist das Problem? Und du hast die doch gerade so gepuzzelt, dass sie passen. Ja. Du hast hier nichts markiert. Den brauche ich ja nicht. Ich werde jetzt nicht zusammenschweißen. Achso. Ich muss ja, wenn, dann brauche ich so das hier erstmal, das ist Alu. Ich dachte erst so. Sonst brauche ich jetzt erstmal ein Titan quasi. Aber mir gefällt mir der hier nicht. Der sieht irgendwie scheiße aus. Der müsste eigentlich noch ein Stück rüber. Genau, was ist hier mit Essen eigentlich? Habt ihr nicht zugehört, Alter? Nee. Achso, wir wollten warten. Mensch, Chromfabrik, hörst du nicht zu? Das sind beides so eine Essdinger. Aber eigentlich finde ich das ganz geil, wenn die beide relativ gleich sind. Von SR. Nein, es ist zu lang! Ach Mann, ey! Junge, stell dir vor, ich würde das alles mit reinschneiden, Alter. Ach, die abonnieren sie erstmal alle. Dann punkte ich das schon mal so ein bisschen zusammen. Alles klar, danke. Tschüss. Er hat gesagt, mach wie du willst. Oh Junge, hier ist mehr Öl als in meinem Motor, ey. Auf dem Boden.
So, Feierabend, nach Hause. So, Azubi, was geht? Erste Mal, dass ich am Arbeiten sehe, wenn ich wiederkomme. Ne? Normalerweise immer nur am Schweißen, Alter, dass der an dem Schleifbock da hinten mal steht. Erste Mal das Gesicht drecke hier. Sonst muss ich mir mal anhören. So war es hier nicht abgesprochen mit Arbeiten. Ich freue mich am meisten drauf, deine Vorarbeiten jetzt anzugucken, weil ich muss mir ja mal anhören, wie scheiße die Vorarbeiten sind. Jetzt bin ich mal gespannt, dass jetzt hier auch eine Mettwurst-Flurpassung ist oder. Oder ob das ein bisschen besser läuft. Aber siehst du, dass ich das Auto extra für dich nochmal höher gemacht habe, ne? Damit du hier besser runterkommst. Obwohl, oder die hier halbieren, das würde schon reichen. Wir müssen ja gar nicht so weit rum. Das ist nämlich nur ein Stück. Oder die beiden Pie-Cuts. Hast du noch Pie-Cuts? Ja, ne? Hast du noch zwei Stück gefunden oder drei Stück? Ja, muss ich nochmal suchen. Aber ich dachte ehrlich gesagt, dass ich viel mehr habe. Ja, hier lachen mich doch schon zwei an. Die beiden Rohre da sind jetzt genau einen Meter. Ja. Das passt so durch Zufall? Wie meinst du? Also, dass die Länge genau einen Meter war? Krass. Ja, ich hab was erstmal drunter gehalten. Ja, wir wollen ja am Ende, wollen wir ja ziemlich genau. Weil ihr, Gewehr, ich halte noch weil wir kommen doch sogar hier sogar gerade durch, ne, wenn ich mich nicht täusche. Nee. Nein, also. Nee, dass wir in der Mitte am Ende landen, das ist mir schon bewusst. Aber wenn die hier so parallel stehen. Ach krass, doch so fett, ne? Ja. Komisch. Hätte ja so ein schönes ovales Rohr zimmern können, aber soll's ja nicht. Naja, das Problem ist, wir werden. Aber so ist zu tief. Zu tief? Ja. Wir sind ja da auch schon höher. Also hier werden wir leider. Einmal 4,5 durchgehen. Nee, ich würde es eher ehrlich gesagt links, rechts einschneiden und eine Aussparung machen, weißt du? Mhm. Ja, aber guck mal, wie das hängt. Oh. Kommen wir wahrscheinlich hier schon gegen Halter gegen, oder? Der Halter ist da. Also da müssten wir es nochmal aussparen. Oder man geht zwar ein bisschen nach hier und mit zwei Pie-Cuts so wieder zurück. Ja, dann brauchst du auch noch ein paar Pie-Cuts. Naja, klar, ich dachte ehrlich gesagt, dass wir genug haben. Ich hatte es aber ehrlich gesagt auch nicht mehr auf dem Schirm. Okay, das heißt, Ende vom Lied ist, wir gehen jetzt erstmal nur von den beiden Rohren aus. Die sollen irgendwo, jetzt übertrieben gesagt, logischerweise so hier stehen. Da müssen wir hin. Ja. Das heißt, da ja da parallel ist und hier parallel ist, brauchen wir eigentlich nur vier gleiche Bögen. Ja. Das ist 45 da gerade? Ja. Das ist zu viel, ne? Ja. Das heißt, wir könnten aber gucken, wenn wir die beide genau halbieren. Also sehr genau, aber was heißt so viel? Man könnte sie natürlich auch benutzen und dann halt wieder 45 so rum, ne? Nee, aber ich dachte, dass wir uns das Leben einfach machen. Gib mal ein. Und halt den dann entsprechend hier ansetzen und ab da wir ein gerades Rohr haben, weißt du? Ja. Achso. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt, glaube ich, mal so tun, als wenn wir ein Pie-Cut haben und würde die beiden genau in der Mitte halbieren. Ja. Zurückfällig. Und je nachdem, wie lang das Rohr dazwischen ist, kommen wir ja genau hier aus. Hältst du davon? Variante 2 ist, wir suchen vier. Aber um hier rauszukommen, reicht theoretisch sogar hier ein Pie-Cut. Dann auf die Länge. Echt? Ja, locker. Ich habe sogar noch, pass auf, ich kann mal das eine angefangen. Wir haben noch ein Pie-Cut drin. Ich kann noch ein abgeschnittenes Rohr holen, das ist relativ kurz. Okay. Oh, kaputt! Bequem hier. Ich weiß gar nicht, wie das halten soll. Ja, reicht nicht. Ja, nur zwei. Hab ich dir gesagt? Hier, halt mal den da. Noch vor. Hältst du? Ja. Zwei wäre jetzt mehr, als wenn wir den Bogen halbieren. Ja. Was haben die 11 Grad? 18. 18. Es waren doch 5 für 90 Grad, oder nicht? Das hätte ich gesagt nicht mehr genau, aber ich glaube ja. Aber krass, wir brauchen so viel. Also das so wären ziemlich perfekt. Scheiße, dass wir keine Pie-Cuts haben, ne? Wir werden ja, aber zwei können wir noch rauszittern. Ich glaube, wir haben irgendwo noch einen. Ja, klar, aber wir brauchen genau die zwei, um zurückzukommen. Und schon wäre der Drops gelutscht. Und dann wieder, genauso wieder zwei, um ein bisschen näher zu kommen. Kann ich aber vielleicht auch sogar zu Hause auf der Bandsäge machen. Ja, ist nur, ich weiß ja, ich mach's gerne einfach. Ja. Und das ist einfach nur dumm, nicht genug dazu. Stimmt, weil es Auto auch genau einfach ist. Ja, boah, das Leben nicht immer schwer machen, ne? Ja, stimmt. Aber ist schon geil. Machen wir ja hier ohne nicht. Schon geil, wenn der Auspuff noch mal fetter als die Kaderwelle ist, ne? Ja, stimmt. Okay. Das heißt, nach Adam Riese gucken wir mal, ob wir noch zwei Pie-Cuts finden. Oh. Irgendwo muss ja ehrlich gesagt ein Rechenfehler sein. Ja, wahrscheinlich bei uns im Kopf. Nee, ich würde sagen, der ist eng einfach, der Bogen. Ja, Winkel ist Winkel. Nee, du hast es sogar bei dir im Sortiment lange Bögen. Ja, aber wenn, ist doch egal, wenn hier von 5 Stück 90 Grad haben. Ach so, ja, aber oder waren es 6? Ah, ich glaube, es waren nicht 5. Doch, wenn ich das jetzt so sehe, hier waren 6, weil guck mal,
Und das hier, noch ein dritter dazu, bist du halt bei 45 ziemlich genau, ne? Mhm. Mindestens. Das waren 6. Und dann macht er nämlich einer 15 Grad. Mhm. Das heißt 30 und 45 haben wir jetzt gerade. So, das heißt, Pie Cuts suchen. Und das heißt, selbst mit Pie Cuts, aber muss das eine Rohr länger sein, logischerweise. Ja. Weil wenn du eine Kurve willst, muss halt außen länger, dafür innen dann kürzer. Macht aber nichts, weil wir wissen, dass wir das jetzt länger machen, müssen wir das hier auf dem Stück wieder kürzer machen. Mhm. Entweder bauen wir es hier mit, dann würde das Rohr dementsprechend halt, da hätten wir hier ein bisschen mehr Platz. Halt da nochmal einmal ran. Außen wollen wir hier mehr Platz haben. Nee, außen wird es aber weiter wegkommen. Also weißt du, wir setzen ja außen noch was zwischen. Halt mal innen einmal ran, wie das so aussieht. Ist halt die Frage, ob es schlimm ist, dass es da vorne ist, ne? Oder ob du es eher hier lang haben willst. Na, schöner wäre natürlich mit wenig Winkel, ne? Auch alleine beanspruchen für Titan. Ich vertraue meinen ganzen Nähten noch nicht so uns. Okay, wir brauchen mindestens den. Das heißt, wenn wir es halbieren, reicht es nicht. Außer wir halbieren es und setzen noch einen zwischen, das ist auch 4 Fuß. Die waren perfekt. Hm? Nee, doch. Doch. Nee. Perfekt. Nee, weil das Äußere kommt so gegen, das wir Innere wird zu kurz sein. Ja, pass auf, aber wenn du es da ranhältst, müssten wir ja noch weiter weg. Pass auf, halt's mal außen ran. Außen? Mhm. Nee, das ist außen, aber nur so zur Orientierung. Nee, weiß außen, ne? Nein, aber eigentlich ist das außen. Oh. Weil wenn du den Radius betrachtest, ist das das Äußere. Ich betrachte es aber gerne vom Auto. Ja, dann wäre es rechts und links. Yeah, aber vom Auto betrachtet ist beides außen. Weißt du? Und jetzt müssten wir ja logischerweise mit dem Rohr noch weiter nach hier komplett. Mhm. Damit wir da auch rumkommen, oder? Sehe ich das falsch? Weißt du, wir wären ja sonst, würden wir dagegen kommen, oder nicht? Mhm, dann müssen sie noch ein bisschen länger machen. Außerdem sind sie gerade zurückgeschoben, leider auch. Und wenn wir es noch länger machen, dann wird es hier schon, ich will nicht sagen eng, aber... Dann halt 3 Pie-Cuts. Dann sind wir genau bei dem. Ja. Aber wir können es ja eh nicht mit Pie-Cuts machen, weil wir haben ja nicht genug. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen ja eh so mit Bögen zerschneiden. Somit nehmen wir die Bögen, die du so schön auf der Hälfte geschnitten hast, und zerschneiden. Nee, mach lieber Hälfte, zeichne Hälfte an. Aber dann haben wir das Problem, dann passt es nicht. Also wir können die Hälfte nehmen, aber ich sage, mit der Hälfte wird es... Wir machen es einfach. Die sind jetzt ja eh zerschnitten. Wir machen die Hälfte raus und gucken einfach, ob es passt. Weil dann haben wir immerhin gleich 4 gleiche. Das, was wir das rechte Rohr länger machen, müssen wir die Rohre dazwischen ein bisschen unterschiedlich lang machen. Und weiter geht's. Wir haben leider zu wenig Pie Cuts. Pie Cuts sind übrigens immer aus dem geraden Rohr geschnitten und wir haben hier von Litowelt irgendwann mal geschickt bekommen, tatsächlich zum Anzeichnen für so ein Pie Cut einfach ein 3D gedrucktes Teil. So, das heißt, an das gerade Rohr kann ich jetzt hier einfach anzeichnen und danach flexe ich das und dann einmal auf Bandschleifer und schon haben wir die Pie Cut selber gemacht. Wirklich einfache, easy Nummer. Und dann können wir weitermachen. Gefühlte Ewigkeit später haben wir tatsächlich 4 Pie Cuts fertig. Beziehungsweise eigentlich haben wir sogar 5 fertig. Sehen auch gar nicht so schlecht aus. Sind auch alle gleichmäßig, aber Wirtschaftlichkeit ist da natürlich nicht gegeben. Ne? Bis man das dann wirklich von innen und von außen entgratet und gefasst hat und so, ist es schon schöner, wenn man die einfach fertig hat. Aber wenn man doch mal einfach welche braucht, weil man was fertig bauen will, dann kann ich das nur empfehlen. Auf der Kamera sieht das aus, als wenn man hier so ein richtiges Ofenrohr reingelegt hat. Och nee, ne? Schon wieder. Aber einer müsste eigentlich noch rausgehen. Geht doch nicht. Geht nicht, oder? Nee. Guck. Geht doch nicht. Ne, da mussten wir halt dann nach vorne ziehen. Ja. Da ist der Auspuff ein bisschen tiefer. Ich bleib mal lieber hier, falls es runterkracht. Kracht nicht runter. Okay, ich geh schnell weg. Also optisch sieht ganz geil aus schon. Oh, ich bin zu alt. Zu alt, um den Auspuff auf den Boden zu bauen? Ja, ja. Und da noch Titan? Voll nur in 90. Wie geil wir gewohnt, ey. Mach ich 200. Wir brauchen nur 300 PS hier oder was? Also wenn ich das sehe, hier hätten wir eigentlich 2x 100 machen können. 114. Ja, Chef, Alter, 2x 15. Ja, also wir haben jetzt bis dahin gebaut. Jetzt ist ja eh wieder ganz gut Schweißen angesagt, ne? Ja. Und
hier kommt jetzt ja der Endtopf hin und alles, was wir jetzt ab da noch weiterbauen würden, ist eigentlich Quatsch, weil ja, das muss dann eh auf den Endtopf angepasst werden. Aber hier werden wir jetzt wieder einen Schlenker zurück machen müssen, dass man hier in dieses Loch einkommt. Hier jetzt ein Stück zurück, ne? Ja, ja, genau. Wieder ein Stück zurück, weil wir wollten da unbedingt am Halter dran vorbei. Dann müssen wir auch das Rohr ein bisschen bearbeiten, ne? Genau, wahrscheinlich müssen wir hier für den Querlenker und für den Diffhalter ein bisschen Platz machen, zumindest wenn er von der Tiefe bleiben soll. Man sieht jetzt von hier hinten ganz gut die Tiefe. Natürlich hängt der Auspuff schon unten raus, aber dadurch, dass ich hier, wo die Stelzen sind, keinen Diffhalter mehr habe, original ist dann nämlich ein Diffhalter, kommen wir schon relativ hoch mit dem Auspuff. Also ich behaupte mal, das wird ungefähr die Tiefe sein, wie ich am Ende auch vom Unterboden her hätte. Das heißt, ich kann den Unterboden in der Mitte, wo der Auspuff ist, einfach perfekt aussparen und nur links und rechts bauen. Ich würde auch behaupten, dass die 4 Zoll tiefer hängen. Alleine so das Gelenk von der Kanan, so war ja auch noch krass im Weg. Ja, da in der Mitte kann Halter und so, ne? Ja, einmal nehmen wir. Achse durch musste, das war schon echt Baustelle. Wobei an der Achse war es ähnlich, weil das ist ja der originale Halter. Hm. So, einmal nehmen wir die beiden Alu-Kondas, Titan-Kondas. Einer hatte neulich einen geilen Namen, mir fällt gar nicht ein, nicht Titan-Kondas, sondern. Titan-Bohr. Titan-Bohr? Titan-Bohr hat Steve auf. Nee, wie heißt er? Steve, ja. Ja, doch, genau. Und dann zeige ich euch das Ding außen nochmal. Beziehungsweise die Dinger. Um 1 Uhr nachts, die vor mir stopfen, schon einen Mann gebracht. Zwei? Scheiße. Hätte ja klappen können. Ja, aber sieht auch ganz zornig aus, finde ich. Also kommt auf der Kamera 0,0 so rüber, wie es live ist. Aber live sind das schon. Also krass ist jetzt, wenn man so 2x89 liegen sieht. Wenn man sich überlegt, unter Oma Golf ist das nur einmal drunter, ne? Oder denkst du schon so, boah, Alter, was ist das für ein Auspuff hier? Und hier liegt 2x89 und es sieht aus wie 2x50. Ja, sind ja doch noch, geht ja sogar von Nähten her, ne? Hätte ich jetzt gar gedacht, dass es mehr ist. Ja, okay, ich würde sagen, gute Nacht. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht es als nächstes weiter beim Thema Auspuff, wenn wir bei Fox sind, mit diesem Topf, der hier hinkommt. Aber das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Tschüss, danke fürs Zuschauen und gute Nacht. Ciao.